Ich bin Finn, bin der Gründer der Sanity Group. Der Vorteil der Bestrahlung ist natürlich, man kann halt 100% sicherstellen, dass die Mikrobiologie unter einem bestimmten Grenzwert ist. Das ist natürlich dann relevant. Überleg dir mal, du hast irgendwie einen 70-jährigen Chemotherapiepatienten, Immunsystem ist unten. Da wird es natürlich 100% sicher gehen, dass wirklich dort keine Mikrobiologie mit drin ist. Aber ich bin persönlich ein ganz großer Fan der unbestrahlten Blüte und glaube auch, dass die Natürlichkeit, das Terpenprofil am besten in der unbestrahlten Blüte bestehen bleibt. Da sind wir wieder bei der Trennung. Das macht für Viamet komplett Sinn, weil Viamet ist am Ende die Marke, die traditionelle Ärzte verschreiben. Während zum Beispiel bei Arvai, wir sehen, dass dort die Ärzte und Apotheker, aber auch Patienten, mit denen wir uns unterhalten, sehr stark diese Natürlichkeit sehen. Und deswegen haben wir bei Arvai immer gesagt, nicht bestrahlt, aber trotzdem eben die Mikrobiologie unter Kontrolle halten. Und das ist natürlich immer ein schmaler Grat, weil dadurch natürlich auch viele Strains, die du eigentlich denkst, jetzt nächsten Monat in den Markt bringen zu können, plötzlich last minute Nein sagen.